Der Satan hat David verleitet, das Volk Israel zu zählen. Es sind 500'000 Soldaten in Juda und 800'000 Soldaten in Israel gsi. Gott war verrückt auf den David gsi. Warum echt? Weil er mehr auf die Anzahl der Soldaten vertraut hat, anstatt auf Gott. Genau. Gott hat dem David durch den Prophet Gad ausrichten lassen. Für die Sünde will Gott dich bestrafen. Du kannst eine der folgenden drei Strafen auslesen. Erstens, 7 Jahre Hungersnot. Zweitens, 3 Monate auf der Flucht vor Finden. Oder drittens, 3 Tage lang Pest. Der David hat gesagt, nicht Menschen, sondern Gott soll mich bestrafen. Da hat Gott Pest geschickt. 70'000 Menschen sind gestorben. Nach 3 Tagen hat der Prophet Gad gesagt, geh zu der Schür vom Araunah und tu dort für Gott einen Altar bauen. Der Araunah war gerade am Dreschen, wo der David gekommen ist. Kurz vorher hat der Araunah in der Nähe den Todesengel gesehen, der die Pest gebracht hat. Der Araunah war sofort bereit, seine Schür und sein Land am David zu schenken. Aber der David wollte es nicht geschenkt haben und hat ihm 50 Silberstück für die Schür gezahlt. Der David hat einen Altar gebaut und Gott Opfer gebracht. Sofort hat die Pest aufgehört. Der David hat gesagt, auf dem Grundstück soll der Tempel von Gott und der Brandopferaltar stehen. Der Tempel von Gott ist dem David sehr wichtig gewesen. Er hat bereits schon angefangen, Pläne vom Tempel zu machen und alles Material bereitzustellen, weil er gefunden hat, sein Sohn Salomo sei noch jung und unerfahren. Bevor der David gestorben ist, hat er die führenden Männer gebeten, den Salomo beim Bau vom Tempel zu unterstützen. Der Salomo war sicher froh, dass ihm sein Vater so viel geholfen hat. Du hast recht. Der Adonia wollte König werden. Er hat gefunden, es sei die Zeit, weil der Vater David alt und pflegebedürftig war. Der Adonia hat schon immer gemacht, was er wollen hat, und der Vater David hat ihn nie zurecht gewiesen. Oh, weia, der David hat doch seine Kinder erziehen. Das ist nicht gut, wenn ein Kind immer alles machen darf, was es will. Stimmt. Der Adonia hat gut ausgesehen und hat können den Feldherr Joab und den Priester Abiatar auf seine Seite ziehen. Sie haben ein Fest organisiert, um den Adonia als König zu feiern. Der Adonia hat alle seine Brüder und die Obersten der Armee eingeladen, außer den Salomo und den Prophet Nathan. Der Nathan hat davon gehört und zu der Bathseba gesagt, der Adonia lässt sich zum König machen und der David weiss nichts davon. Dein Leben und das Leben vom Salomo sind in Gefahr. Gang zum König David und frag ihn, warum sich der Adonia zum König macht, wenn er doch gesagt hat, dass Salomo soll König werden. Dann komme ich auch zum König und tue deine Worte bestätigen. Der David hat entschieden, der Priester Zadok und der Nathan sollen sofort mit dem Salomo zu der Gihon-Quelle runter und ihn dort zum König salben. Blaset in die Posaune und rufet: Der König Salomo soll lang leben! Kommt im Umzug zurück und dann soll sich der Salomo auf den Thron setzen. Wo die Gäste vom Adonia gehört haben, dass der Salomo König geworden ist, sind sie verschrocken und dem Adonia davon gelaufen. Der Adonia ist zum Brandopferaltar gerannt und hat die Hörner vom Altar festgehalten.
Er hat gesagt, ich lasse erst wieder los, wenn mir der Salomo verspricht, mich nicht umzubringen. Der Salomo hat gesagt, wenn er ab jetzt anständig ist, soll ihm nichts passieren. Aber wenn er wieder boshaft ist, soll er sterben. Jetzt ist der Adonia zum ersten Mal in seinem Leben zurechtgewiesen worden. Er ist bestimmt total verrückt auf den Salomo und seinen Vater gewesen und hat es nicht können akzeptieren, dass er Zweite gemacht hat. So ist es. Ein paar Jahre später hat Adonia Bathseba gebeten, für ihn den Salomo zu fragen, ob er dürfe Abishag heiraten. Die Abishag hat der Vater David bis zu seinem Tod gepflegt. Der Salomo ist verrückt worden und hat zu seiner Mutter Bathseba gesagt, «Was? Er wird Abishag? Würdest du mich etwa noch bitten, dass ich ihm den Thron auch noch grad gebe?» Der Salomo hat seinen Leibwächterchef, den Benaja, geschickt, Gott den Adonia zu erschlagen. Er hat den Priester Abiatar, wo der Adonia unterstützt hat, in seine Heimat zurückgeschickt. Und dann hat er auch angeordnet, den Feldherr Joab zu erschlagen, wo ebenfalls der Adonia unterstützt hat. Wo der Joab erfahren hat, dass der Salomo ihn erschlagen lässt, ist er zum Brandopferaltar gerannt und hat sich an den Hörnern festgehalten. Der Salomo hat zum Benaja gesagt, er schlage ihn dort für seinen hinterlistigen Mann, dem Abner und am Amasa, damit nicht mehr dafür bestraft werden. Der Amasa war der Feldherr, der vom Absalom anstelle vom Joab eingesetzt worden ist. Jetzt hat der Salomo keinen Gegner mehr gehabt und sein Königtum war gefestigt. Niemand hat ihn mehr vom Thron vertreiben. Richtig. Der Salomo hat die Tochter vom Pharao von Ägypten geheiratet. Oh, das hätte er aber nicht sollen. Er hätte doch eine Israelitin heiraten. Stimmt. Der Salomo war ungehorsam. Trotzdem hat er Gott geliebt. Er ist zu der Stiftshütte und hat Gott 1000 Opfer dargebracht. Da ist ihm Gott im Traum erschienen und hat gesagt, wünsch dir etwas und ich will es dir geben. Der Salomo hat gesagt, ich bin jung und unerfahren. Gib mir Weisheit, damit ich dein Volk gerecht leiten und richten kann. Gott hat gesagt, das freut mich sehr, dass du nicht um viel Geld und Reichtum gebeten hast, sondern um Weisheit. Du sollst weise sein, wie niemand vor oder nach dir. Zudem will ich dir auch Reichtum und Ruhm schenken. Jetzt lesen wir 1. Korinther 14, 31. Ihr könnt alle weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Ihr könnt alle weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Ihr könnt alle weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Jetzt singen wir ein Lobpreis, wo es heisst, dass wir mit Christus dürfen als König herrschen, wie der Salomo, wenn wir heute weise sind und Öl einkaufen. Das Öl ist ein Bild auf den Geist Gottes. Je mehr wir mit Gottes Geist gefüllt sind, desto mehr Weisheit haben wir und können im göttlichen Leben herrschen. Ist klar, willst weise Jungfrauen für dich, die heute ihr Öl kaufen ein, von Bindungen lösen sie sich.